kommst ne Shrek, lad dich zu mir in den Sumpf ein und du frisst mein Dreck. Zweite Runde in dem Wackhead-Turnier, noch ein Freilos, richtig nett von dir. Danke. Und was soll denn dieses Videoerzeugnis? Hut ab. Danny Klose freut sich, doch nach zweiter Sichtung denk ich schleunigst, das ist sogar für die Pannenshow zu räudig. Deine Texte sind so abartig beschissen, als Teilnehmer bei dir hättest du dich selbst zerrissen. Doch die Line hast du mir jetzt verdorben, denn du wärst ja nicht mal angenommen worden. Okay, unser Gegner, der wird wohl ein großes Problem, denn ich glaube, er ist der Anführer der Roten Armee. Spaß beiseite, wir schlachten den Ginger Hillal wie ein Rindvieh. Du rothaarige Russenhau, Palina Roschinski. Ey, du gottverdammter Pausenclown, das so ohne unser Feature jemand, der Turnier verfolgt, glaub ich kaum. Völlig schweißgebadet wach ich auf, schaue in den Spiegel, rufe dreimal rote Fotze und du springst heraus. Mit deiner Mama hast du riesen Ärger, denn sie macht am Bordstein die Schwalbe, so wie Timo Werner. Doch jetzt guck nicht so, du miese Peter, aus dir wird bestimmt ein guter Maurer oder Fliesenleger. Wie kommst du in das Turnier, haben wir uns gedacht. Suka pliati di nachui, ey du Pideras. Wir sagen ciao, ciao, zurück nach Moskau. Und her mit deinem deutschen Pass. Nutte sagt, wie fühlt es sich an, wenn deine Runden weniger Klicks als die Paarungen haben. Du nennst dein Turnier The Tournament, echt kreativ. Um auf dem Level zu bleiben, nenn ich dich Wack MC. Wolltest trappen, doch du bist nur über den Takt gefallen. Und weil du ein Redhead bist, denk ich bei dir bei Trappern Ratten fallen. Nutte, halt die Fresse, guck deine Paarungen an. In deinem Halbfinale stehen Aim und Schnupftabak, Mann. Spaß! Erklär mir, wie bewertest du ein Battle? Achtung, jetzt kommt's. Denn du kannst gar nicht rappen, es ist Kebab-Kollabo. Ey, du bläst Schwänze am Bahnhof und gibst aufgrund von dem Schufa-Status für Geld auch dein Arschloch, Nutte. Falafel, Fred, steppt rein auf ein Wort und Jules wird zu meinem Dönermord. Ich steh im Kebab-Laden und verrühre Kichererbsen. Gleichzeitig stehst du in der U-Bahn und willst Stricher werden. Und das willst du mit dem Bandana. Ja, deine Optik so Banana. Wäre nicht nur deine Haare rot, wärst du ein Indianer. Deine Mühen alle Ehre, aber du kannst nichts gewinnen. Beim Chinesen an der Ecke bestellst du gedämpfte Stimme. Und bevor ich Lines über deine Friese bringe, frittier ich dich wie Zwiebelringe. Wie kommst du in das Turnier, haben wir uns gedacht. Suka bliati di nachui, ey du Pideras. Wir sagen ciao, ciao, zurück nach Moskau. Und her mit deinem deutschen Pass. Thank you.